Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lichtblicke, das Magazin für Lebensfragen. Unser Thema heute: Obdachlos, ein Schicksal ohne Perspektive? Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Kein Schlafplatz, kein Essen, kein Geld. Für die Menschen wird jeder Tag zum Überlebenskampf, vor allem im Winter bei eisigen Temperaturen. Aber auch im Sommer ist das Leben auf der Straße kein Zuckerschlecken. Gut, dass die Kirchen sich für diese Menschen einsetzen, entweder in den Gemeinden selbst oder durch den sozialen Dienst der evangelischen Kirche, der Diakonie. Im Studio begrüße ich ganz herzlich Gabriele Kraft. Sie sind Referentin Wohnungslosenhilfe der Diakonie. Fangen wir doch mal mit ein paar Zahlen an. 860.000 Menschen sind nach der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe tatsächlich wohnungslos. Und davon leben 52.000 Menschen ohne irgendeine Unterkunft auf der Straße. Wie kann das in einem Sozialstaat, wie es Deutschland ist, eigentlich möglich sein? Das liegt doch nicht an der Überschuldung der Haushalte. Hauptursache ist natürlich der fehlende bezahlbare Wohnraum in der Bundesrepublik. Insbesondere die mittleren Einkommensgruppen als auch Menschen, die prekäre Arbeitsverhältnisse nachgehen müssen oder aber nur Mindestlohn verdienen, haben es besonders schwer, insbesondere in den Städten bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es gibt durchaus Städte wie München, wo Menschen voll arbeiten, aber am Abend in der Obdachlosenunterkunft schlafen, weil sie eben die Mieten nicht mehr bezahlen können. Wenn dann jemand obdachlos geworden ist, welche Probleme ergeben sich denn so ohne Wohnung? Im Prinzip beginnt es schon mit dem Augenaufschlagen am Morgen. Wo kann ich mal meine Zähne putzen? Wo kann ich mich duschen, meine Haare waschen? Wo kann ich mich geschützt an- und umziehen? Wo meine Wäsche waschen? Was kann ich essen? Es ist sozusagen, wenn ich auf der Straße lebe, ein Existenzkampf von morgens bis abends. Und für mich ist es nachvollziehbar, dass dann die Hilfen, die über die Jobcenter beispielsweise angeboten werden, nicht angenommen werden können. Weil das Problem ist nicht für die Menschen auf der Straße, welchen Job nehme ich als nächstes an, sondern eher der Existenzkampf. Und bei alledem gibt es ja auch noch Unterschiede zwischen Wohnungslosen und Obdachlosen. Wie werden denn diese Unterschiede genau festgemacht? Der Wohnungslose hat keinen eigenen Mietvertrag. Er kommt beispielsweise bei Freunden unter, auf der Couch oder ist in einem unserer Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe. Der Obdachlose, der wird nach Polizeirecht Baden-Württembergs untergebracht, nachdem er seine Wohnung verloren hat, in eine Obdachlosenunterkunft. In einer Obdachlosenunterkunft wird in aller Regel kein sozialpädagogisches Begleitungsmodell gefahren, mit Ausnahme beispielsweise der Stadt Karlsruhe, die ein besonderes, extrem erfolgsversprechendes Konzept hat. Aber das ist die Ausnahme. Normalerweise ist eben ordnungsrechtliche Unterbringung ein Obdachlosenheim, wo wir nennen das satt und sauber untergebracht werden. Wir reden gleich weiter und zeigen erstmal einen kleinen Film, den wir vorbereitet haben. Es geht um Sascha. Er ist 23 Jahre alt und lebt in Mannheim auf der Straße. Zumindest meistens. Wenn er nicht gerade bei seiner Freundin oder einer Bekannten unterkommt. Eine Ausbildung hat er nicht. Zu seinen 3- und 7-jährigen Kindern hat er keinen Kontakt mehr. Seine Wünsche für die Zukunft sind ganz unspektakulär. Ein Film von Katja Syri und David Groschwitz. Am Paradeplatz in Mannheim ist immer Betrieb. Die Passanten eilen zum Einkaufen, zu Terminen und kommen auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause hier vorbei. Sascha Sturis hat keine Arbeit und kein Zuhause. Ich bin mit 16 ins Heim gekommen, bis ich 18 war, ins Hebelheim. Und dann musste ich rausgehen, weil ich ja nur für Jugendliche sind, bis unter 18. Dann bin ich ins Heim gekommen, in Jungbusch, das Rudolf-Peter-Reithaus. Hab da auch knappes Jahr 2 gewohnt. Aber hat auch nicht mehr funktioniert. Ich lebe jetzt derzeit auf der Straße, also schon länger auf der Straße. Schlaf mal hier, mal dort. Halt verschiedene Schlafplätze habe ich, wo ich schlafen kann. Und ja, gucken auch, ob ich bei Freunde, Bekannte unterkommen könnte. Auf dem Platz trifft der Bekannte wie Sebastian. Oft Menschen, die selbst keinen klaren Tagesablauf, kein festes Ziel haben. Von Leuten, die morgens schon saufen oder ihren Müll rumliegen lassen, hält er sich fern, wie er sagt. Hunde liebt der 23-Jährige, hat auch einen eigenen. Mit Menschen hingegen hat er gemischte Erfahrungen gemacht.
Manche Leute sind halt höflich, manche sind auch Publikant, ich nenne es Publikant. Die pöbeln einfach mal rum mit den Obdachlosen, was seid ihr für Leute? Es gibt auch so welche. Und es gibt halt Leute, die versuchen, helfen auch einen, werfen auch mal Geld rein. Er lebt von Sozialleistungen, ist krankenversichert und besitzt EC-Karte und Handy. Sonst nicht viel. Uns zeigt er einige Schlafplätze, die er nutzt, wenn er nicht bei Freunden unterkommt. Erstens sieht man auch, dass es da geschützt ist. Dann ist es auch da ein bisschen wärmer. Man kann sich da auch einen hohen Schlafsack hinlegen. Man kann sich da hinlegen. Man wird auch nicht da öffentlich da gesehen, wie man da merkt auch. Und was das Gute ist, auch an der Sicherheit, an den Personen, das muss man hochklettern. Falls sich Anwohner hier beschwert haben, dass sie zu laut sind oder so, hat die Polizei uns damals hier ein Haus, ein öffentliches, lebenslängliches Platzverbot hier gegeben. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel ein Platz, da habe ich ja auch übernachtet, kann man auch übernachten. Ja, hier, wie man auch sieht, ist es hier auch geschützt, dass es da mit dem Regen auch, wenn es mal regnen soll, dass man auch wenigstens mal untergedacht ist. Im Winter war es so, da hat man, wenn da mal Schnee kam, aber auch nicht so viel, dass es da mal bis hier hinging, bis zu uns, aber auch mehr weiter. Der Winter, da war auch öfters der Kältebus von Mannheim gekommen, hat halt auch für Obdachlosen Decken dabei gehabt, Handschuhe, Schal, Mütze, alles möglich gegeben, was man halt braucht, dass man draußen nicht erfriert. Jeden Januar verwandelt sich die Konkordienkirche der Mannheimer Citygemeinde in eine Vesperkirche. Als Kind habe er oft gebetet, sagt der junge Mann. Die Hilfe von kirchlicher Seite nimmt er dankbar an. Morgens, da gehe ich immer ab 8.30 Uhr ist die Caritas auf. Das ist in D6 drüben. Da kann man sich kostenlos Brot holen morgens. Da gibt es so Hygieneartikel. Und ja, und wenn mal wirklich mittagessenmäßig, was ist mittags, also man hat Hunger, gibt es auch verschiedene Anlaufstellen, wie zum Beispiel die Dreistraße bei den Schwestern, die Vesperkirche. Da war ich auch, da gibt es ja auch ab Januar immer so Mittagessen für die Obdachlosen, machen die immer so große Veranstaltungen mäßig draus. Lieber würde er auf eigenen Beinen stehen, denn das Leben auf der Straße ist hart, manchmal auch gefährlich. Immer wieder gibt es Angriffe auf Obdachlose. Eigentlich möchte er raus aus der Szene, in ein geregeltes Leben. Einfach alles von vorne beginnen, neues Leben mit Wohnung und Familie und Haus. Dass seine Aussichten wenig rosig sind als Förderschüler, der noch nie einer geregelten Arbeit nachgegangen ist, weiß er selbst. Mit 23 auf dem Abstellgleis. Eigentlich ein Armutszeugnis. Im Film haben wir ihn ja gesehen, Sascha, 23 Jahre alt, noch nie einer geregelten Arbeit nachgegangen. Was kann denn die Diakonie so einem Menschen bieten? In unseren Einrichtungen werden tagesstrukturierende Angebote gemacht. Darüber hinaus gibt es Maßnahmen, die auch über die Jobcenter finanziert werden, die nicht einem normalen Arbeitsverhältnis gleichen, sondern hier kann sich der Betroffene auch ausprobieren, kann schauen, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten hat er denn, wo hat er Spaß, ohne gleich überfordert zu werden. Und im Prinzip hoffen wir, über solche Maßnahmen die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zurückführen zu können. Was versteht man eigentlich unter dem Begriff Housing First? Housing First kommt ursprünglich aus den USA und meint, dass man Menschen von der Straße direkt in Wohnraum verbringt. Dort können sie dann ankommen, können endlich mal in Sicherheit schlafen, sich ausruhen, ihre Wäsche waschen, einfach Sicherheit tanken und mit einem gleichzeitig begleitenden pädagogischen Beratungsangebot. Auch mit dem Ziel, dass dieser Wohnraum irgendwann in ein zivilrechtliches, normales Mietverhältnis übergeht. Das ist schlicht ein anderes Konzept und für mich der absolute Favorit, weil ich glaube, dass wir Menschen eine Wohnung brauchen, einfach auch um unsere Privatsphäre leben zu können. Und um sozusagen ein bisschen glücklich zu sein. Jetzt haben wir die ganze Zeit über einen gesprochen. Was passiert denn eigentlich, wenn eine ganze Familie obdachlos bzw. wohnungslos wird? Wo kann denn eine Familie unterkommen?
Genau das gleiche Problem. Wenn ich heute zum Beispiel eine Räumung bekomme meiner Wohnung, dann bekommt die Meldebehörde eine entsprechende Nachricht. Und die Kommunen sind gehalten, über das Polizeirecht auch Familien ordnungsrechtlich unterzubringen. Das ist optimal, wenn eine Kommune eigenen Wohnraum vorhält für diese Katastrophen sozusagen, des Verlustes einer Wohnung. Oder aber auch Familien kommen in Obdachlosenunterkünften. Das ist meines Erachtens eine absolute Katastrophe, wenn man sich vorstellt, dass Kinder neben einem völlig betrunkenen Menschen zu schlafen hat, weil dort gibt es zum Teil auch 8-Bettzimmer und Ähnliches. Die Kommunen haben da ganz unterschiedliche Konzepte. Die gute Nachricht ist, dass wir gerade auf der Ebene der Landesarbeitsgemeinschaft an einer Fortschreibung unseres Handlungsfeldes arbeiten, um insbesondere die Zustände in den ordnungsrechtlichen Unterkünften zu verbessern. Ich darf aber sagen, dass auch wieder die Stadt Karlsruhe insbesondere hier ein Konzept vorhält, um vor allen Dingen schon Räumungsklagen entgegenzutreten, indem Mietschulden übernommen werden, damit die Familien eben nicht aus ihren Wohnungen rauskommen. Weil wir wissen, dass natürlich auch hier ein Rattenschwanz von Problemen hintendran hängt. Ja. Jetzt ist es ja so, ein Rattenschwanz von Problemen hängt hintendran. Und es ist ja vor allen Dingen auch nicht ganz ungefährlich, auf der Straße zu übernachten. Sehe ich das richtig? Ja, leider kommt es ja immer wieder zu Übergriffen. Leider werden auch obdachlose Menschen, die schlafen, angezündet. Ich finde es eine ganz schlimme Katastrophe. Ich verstehe auch nicht, warum Menschen so wenig Empathie haben für andere, denen es nicht gut geht im Leben. Ich weiß gar nicht, woher die Entwicklungen kommen. Aber schlussendlich muss man sagen, die Gewalt gab es schon immer unter den Obdachlosen. Sie wird nur zurzeit mehr thematisiert. Noch eine abschließende Frage. Wir haben es eben schon gehört, man sollte aufpassen, sich, sagen wir mal, abschätzig auch über solche Menschen zu äußern, weil einem das ja auch passieren kann. Wenn man sich selber plötzlich in einer prekären Lebenslage befindet, an wen kann ich mich denn da am besten wenden? Sie können sich immer an die diakonischen Einrichtungen wenden. Sie können anrufen, Sie können E-Mails schreiben und Sie werden dann immer ein Vermittlungsangebot bekommen. Wir helfen immer weiter und versuchen dann, bedarfsgerecht jemanden unterzubringen, der sich meldet. Liebe Frau Kraft, damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Obdachlosigkeit, kein unabänderliches Schicksal. Die Diakonie Baden bietet wohnungslosen Menschen Orte an, wo sie sich ausruhen können, menschliche Annahme erfahren, Hilfe bekommen und Perspektiven für ihr weiteres Leben entwickeln können. Mehr dazu finden Sie auch unter www.diakonie-baden.de, Stichwort Wohnungslosenhilfe. Liebe Zuschauer, das war's auch schon von Lichtblicke, dem Magazin für Lebensfragen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Schön, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.